Moin Moin, herzlich willkommen liebe Zuschauer, zurück zum Let's Play Landwirtschaftssimulator 2015 Folge, ich weiß es gar nicht genau. Auf jeden Fall Premiere sozusagen, wir machen nach 500 irgendwas Folgen nochmal wieder ein bisschen was Neues. Versuchen hier mal ein bisschen Gülle auszubringen. Passt er jetzt nicht? Ja, gerade eben. Da. So, unser kleiner Güllewagen. Das sieht natürlich ein bisschen blöd aus mit dem Dolly. Naja. Müssen wir jetzt erstmal mit leben. Ich habe gerade eben den Cosplay-Kurs nicht gespeichert. Also die Überführungsfahrt. Also müssen wir es doch selber fahren. Tut mir leid. Naja. Den Weg kennen wir auf jeden Fall. Aber gut, der andere dürfte schon voll sein. Wir müssen dann noch dieses Fass haben zur Feldbefüllung. Also optisch gewinnt der bei mir irgendwie auch keinen Preis. Schön ist was anderes. Aber okay. Für die heutige Aufnahmesession muss der reichen. Ansonsten werde ich vielleicht mal gucken, ob es da nicht auch nochmal einen ordentlichen Mod vielleicht gibt, wenn wir es dann brauchen noch. Mal sehen, wie weit wir kommen. Ja, ich weiß, ich hatte eigentlich keine Vorfahrt, ne? Tut mir leid. Diesmal fahren wir auf die Abkürzung. Ich dachte gerade eben fürs Cosplay aufnehmen, ist ja schöner, aber dieser Weg ist viel kürzer. Dem müssten wir dann eigentlich einen neuen Kurs aufzeichnen gleich. Solange er da noch steht. Ja, du fährst da hin, wir wollen ja jetzt auch nicht im Weg fahren. Also lassen wir den erstmal hier stehen. So, dann ja, müssen wir jetzt einen Traktor nehmen, den wir gerade eben in die Halle gestellt haben. Ich würde aber, glaube ich, den bevorzugen. So, dann holen wir uns jetzt noch das Feldfass. Da haben wir alles, was wir brauchen. Das haben wir noch gar nicht gekauft. Das müssen wir dann jetzt erstmal. Und zwar wollte ich den gerne haben. Hier, kaufen. In, was weiß ich, ist mir egal, grau. Schön, spannend grau. Kann man den auch direkt befüllen oder kann man den nur mit dem Kotte befüllen? Weil dann wollen wir den natürlich, bevor wir den zum Feld fahren, erstmal direkt befüllen. Na gut, wir fahren nochmal zum Hof. Aber jetzt schaffen wir es auch auf jeden Fall. Das ist tatsächlich schon die dritte Folge in der heutigen Aufnahmesession bei mir. Und ich hätte eigentlich gedacht, schon vor zwei Folgen mit Gülle anzufangen. Aber erstmal die Geräte kaufen, das aufräumen, das hat alles ein bisschen länger gedauert. Komm, kriegen wir noch. Und na gut, die Map ist ja nicht gerade klein, also haben wir natürlich immer ein paar Wege jetzt vor uns. Kann auch wieder ein bisschen noch mal mit Innenansichten fahren. Könnt ihr mal schreiben, was euch eigentlich noch mal, was ihr gerne sehen wollt. Ein bisschen mehr auch Innenansicht-Game sozusagen oder lieber nur Draufsicht. Kann ich natürlich versuchen, ein bisschen drauf einzugehen, wenn es dazu ein paar Kommentare gibt.
also wirklich freuen. Hinterlasst eure Meinung. Ja, das war knapp. Wir testen natürlich erstmal, ob wir den direkt auffüllen können, bevor wir den sonst gleich passend zu den Feldern abstellen, wo wir es gleich brauchen. Aber da muss der andere jetzt doch mal aus dem Weg. Bremse. So. Stellen wir wieder kurz ein. Was sehen wir hier? 92% gefüllt. Das Fass ist voll. Aber mit dem würden wir theoretisch einen Kursbreakkurs aufzeichnen wollen. Wenn das so alles funktioniert, wie wir es denn gerne hätten. So, gucken wir mal. Der hat so viele Optionen. Können wir da schon irgendwo Gerät? Das ist richtig, ne? Können wir den nicht befüllen? Ist ein bisschen blöd so, ne? Können wir den nur mit dem diesen Güllefass befüllen? Überladen starten. Düngen und sehen. Überführung, Route abfahren. Schaufel befüllen. Es gibt hier nicht den richtigen von wegen Güllezubringer, ne? Das ist aber auch ein bisschen blöd, dass man das jetzt so umfüllen muss, damit man den einen erstmal voll hat. Guck mal, da können wir in der Zwischenzeit vielleicht den voll machen. Den hübschen. Vielleicht waren wir auch nicht genug nah dran. Weiß ich nicht. So, jetzt dürfte der wohl auch gleich leer sein. Kann der sich hier gleich wieder einreihen? Da haben wir noch ein bisschen Kapazität hier. Es dauert ganz schön lang, das Befüllen. Nützt nichts. Dann fahren wir den zur Seite, machen den anderen wieder voll und dann fahren wir den erstmal zum Feld. Dann können wir wieder übersetzen, den Feldwagen voll machen und mit dem dann auch zum Feld fahren. Ein bisschen umständlich, aber nicht ganz so schlimm. Kriegen wir schon irgendwie hin. Müssen wir ein bisschen improvisieren. Jetzt wäre natürlich Multiplayer mit drei Spielern oder so ziemlich gut. Oder zwei zumindest. Ja, auch der war knapp. Kann tatsächlich sein, dass wir mit dem einfach zu weit weg waren. So, machen wir uns mal auf dem Weg Richtung Feld. Und vielleicht kaufen wir uns einfach nochmal ein Güllefass, was irgendwie ein bisschen mehr Kapazität hat und direkt befüllt werden kann. Glaube ich, würde ich das bevorzugen gegenüber dem hier. So. Also das mit dem Dolly, ne? Wenn er zumindest auch irgendwie nicht dicke Reifen hätte oder so, oder ich weiß es nicht. Hätten wir auch so einen LKW davor spannen können, aber ist natürlich jetzt auch nicht ganz so cool. Na, wir machen uns mit dem zumindest schon mal auf den Weg Richtung Feld. Wenn wir da angekommen sind, können wir die anderen wieder einmal umsetzen. Den werden wir aber definitiv in der heutigen Folge schon einmal anfangen, hier die erste Ladung aufs Feld aufzubringen. So viel Zeit muss sein. So, hier haben wir nämlich eins. Das heißt vielleicht auch noch zwei.
3, da hinten ist eigentlich noch eins, 4, 4 ziemlich gar nicht mal so kleine Grasfelder zum Teil. Und auch das könnte man natürlich mit Courseplay machen, ne? Das Feld rundherum einmal einfahren als Feld, dann berechnen lassen und dann alleine fahren lassen. Aber vielleicht später. Den wollte ich zwar nicht, aber ich dachte, wir kommen hier nicht durch. Dass wir so relativ schnell zum Traktor wieder kommen. So, einmal Überladevorgang starten. So, dann können wir endlich anfangen. Gucken, ob das hier alles funktioniert. Geschwindigkeit ist eigentlich, finde ich, ganz gut eingestellt. B. Na, fahr mal los. Na, das scheint nicht zu funktionieren. Aber warum nicht? Nicht genug zurückgesetzt von der Karte, vom Game? Oder liegt es an dem Gerät? Feldbegrenzung abschalten. Hier 0 oder was? Feldbegrenzung abschalten. Wieso sind das eigentlich 2? Also ich weiß, ich hatte es ja zumindest in so einem kurzen, ganz komplett neuen Game gestartet. Da funktionierte das. Hier sehe ich jetzt aber keinen richtigen Effekt auf dem Feld, als dass Gülle funktionieren würde. Also irgendwas scheint in der Safe Game da noch nicht ganz richtig zu sein. Muss ich mir dann nochmal angucken, dann kann man das natürlich jetzt gar nicht mehr so cool testen. Feldbegrenzung abschalten. Feldbegrenzung abschalten. Aber warum müsste ich das auch zweimal machen? Verstehe ich nicht. Schade, schade. Im Güllewagen kann es eigentlich nicht liegen, weil normalerweise sollte das in einem Güllewagen automatisch installiert sein. Sonst die Safe Game. Game zurücksetzen hat nicht gereicht, um den Gründüngen-Mod sozusagen aktiv nutzen zu können. Wir können hier zwar Gülle streuen und es wird immer weniger, aber ihr seht ihr nichts und normalerweise sollte sich eine Textur hier drüber legen und das sollte dann eben auch eine deutliche Ertragssteigerung bringen. Muss ich mir nochmal angucken, warum das nicht so genau funktioniert, ist natürlich echt ein bisschen schade. Kommen hier zum Platz. Nein, nehmen wir den. Nichts gelegener. Dann fahren wir den aber zumindest schon mal Richtung Feld. In der Hoffnung, dass wir ihn dann zumindest auch irgendwann noch brauchen. Da muss ich wahrscheinlich doch zurücksetzen. Weitere sozusagen Speicherelemente muss ich mir nochmal angucken, weil normalerweise war ich eigentlich der Meinung, hätte ich die ganzen Fruchtsorten soweit übernommen und Gründong Düngermod sollte eigentlich funktionieren. Ich verstehe auch gerade nicht, warum es nicht geht. Funktioniert das dann auch nicht mit Kalk? Sollten wir das nochmal kurz testen? Mein Düngerstreuer hier irgendwo. Testen, ob wir dann. Was können wir da? Ist der zu groß für den kleinen Düngerstreuer? Oder sind wir nur ein bisschen blöd? Ja, wir sind nur ein bisschen blöd. Hab's doch gewusst. Warum wird das auch mal zweimal eingezeigt oben? Also, okay, wir können auf jeden Fall schon mal Dünger auffüllen. Ich habe da jetzt kein Symbol für. Schade. Nee. Ah, wie dumm.
ja egal, welches Feld wir testen. Wir können uns hier vorne auf dem Feld schon direkt testen. Dafür musst du jetzt kein fertiges nehmen. Ja, das funktioniert. Warum ist denn unsere Gülle so schlecht? Also da seht ihr sozusagen den Effekt, den es eigentlich geben soll. Also beim Kalk funktioniert es, bei der Gülle irgendwie nicht. Das ist dann doch an dem komischen Güllesteuer. Keine Ahnung. Könnt ihr natürlich nochmal einen anderen kaufen und das testen. Aber so soll das eigentlich aussehen. Das ist natürlich jetzt mit Kalk. Eine Menge Kalk auf dem Feld. Ja. Auf jeden Fall verschwindet das nachher auch mit dem Wachstum sozusagen. Oder wenn man ein fertiges Feld nimmt, dann eben, wenn man es erntet. Ich hoffe mal, das können wir uns dann nochmal in der nächsten Folge angucken. Ich danke euch erstmal fürs Zuschauen. Würde mich über einen Kommentar, liken und so freuen, wenn ihr dabei bleibt und nächstes Mal wieder reinschaltet. Bis dahin, schönen Tag noch, schönen Abend und tschüss.